Hey, ihr supercoolen Schwertschwinger, ich bin der Bruger und ihr seht hier endlich bei mir Ghost of Tsushima. Ja, ich war jetzt hier mit meiner Tochter ein bisschen im Urlaub bei meinen Eltern. Und jetzt ist es soweit, liebe Leute. Danke erstmal an meine lieben Kanalunterstützer, die da wären. For You, Ani1407, Bienchen Maya, Black Goku, Capsule, Daiju, iTobi1337, Onkor90, Erasion Kurani, Finnegan Augiron, Graf Zero, Caruso, Leon der Meddler, Lodesh Luna, LTC Delta 216, Mekirin DLCT, Mr. Numdos, Nico L, Nixstar, Patrick K, Rex Beast, Romana Sonntag, Rufus Platus, Simon K, Suradamin, The Phoenix, Thomas L, True Chaos, TWD Mr. Wayne und Vengador HH. Vielen lieben Dank an euch, die meinen Kanal wirklich zum großen Teil mitfinanzieren und alle anderen natürlich, die liken und kommentieren, weil das ist ja auch sehr viel Unterstützung, wirklich, sollte man nicht unterschätzen. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Jetzt geht's aber los, ohne weiteres Geschwafel, schauen wir uns mal an hier. Ich spiel's auch schwer und ich hab's gelernt aus The Last of Us, ich hab jetzt mit Dialogen, also mit Untertiteldialogen, sonst verstehen wieder viele einiges nicht. Gut. Ich habe schon ein paar Stunden reingespielt, muss ich sagen, bei meinen Eltern. Aber jetzt geht's nochmal für euch frisch los. Viel Spaß. Tsushima, Japan. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Feuerfrei für Tsushima! Angriff! Wow, da geht's los, Leute! Alter Schwede, direkt am Anfang so ein riesiger Angriff und Krieg. Verdammt.
viele Verluste. Wir müssen weitermachen, Fürst Sakai. Auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Männer, wir müssen den Anführer erledigen. Männer, mir nach! Das hier ist nur ein kleiner Angriff. Wenn man überlegt, das Heer der Mongolen, wie riesig das ist. Meld sie nieder! Flieht, ihr Hunde! Ich mache euch alle fertig. Au, du Was? Er hat mich gekillt. Ihr Schweine. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Oh, krass, unsere ganze Verteidigung ist schon hier gefallen jetzt. Es geht viel zu schnell. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Ich bin Kotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben, welche Dörfer ich bändige und welche brennen.
Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Ohne übernatürliche Hilfe hätte er das jetzt wahrscheinlich nicht überlebt. Aber ihr habt es gesehen, das war so eine Art Windgeist, der uns jetzt hier hilft. Das vorweg kann man schon mal sagen, hat man vielleicht auch schon gesehen. Es ist sehr, auch so ein bisschen sehr mystisch irgendwie das Spiel. Wie komme ich hierher? Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Das Spiel ist ja auch von Sucker Punch, wie ihr gesehen habt am Anfang. Und Sucker Punch haben ja auch Infamous gemacht. Keine Waffen, nur Vorräte. Ich muss weiter. Ist es Rettich oder Lotusknolle? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Struktur. Mongolen. Oh, Kacke. Die metzeln die ganzen Leute ab. Aber wie der Khan ja schon sagte, er kennt sich hier aus. Jemand die dicke Knollennase. Mich hier versteckt, hat vielleicht mein Schwert. Das Gemetzel geht draußen weiter, man hört's. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Eine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, tut mir nicht! Sio Domini! Reiß! Ich habe Reis. Bitte, nehmt ihn. Sie ist krass. Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert?
Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Ich mag Yuna, die wehrt sich. Die hat's drauf. Nicht jetzt. Mist. Runter. Bewegung. Hier lang. Warte. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Diese blöden Penner, oder? Die töten die ganzen Wehrlosen einfach. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Ishito, vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Den werden wir es noch heimzahlen, das verspreche ich euch. Diese Scheißkerle. Schlechter. Komm schon, wir können ihm nicht helfen. Vorsicht. Plünderer. In voller Rüstung. Sie reiten über die ganze Insel. Sklavenleute und töten dich. Geht euch. Los. Und ich finde übrigens, das Spiel sieht so geil aus. Also für die PS4, für so den Abklang, den Ausklang der PS4, es sieht fantastisch aus. Genauso wie schon The Last of Us 2. Also das sind echt so die Highlight-Spiele hier nochmal zum Schluss. Sie haben die Straße geholt. Wenn wir überqueren, würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Die sind echt blind und blöd manchmal, die Mongolen. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Hier rauf. Du kletterst auf Dächer, plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Ja, spricht natürlich gegen den Kodex eines Samurai, aber irgendwie hat's ja auch recht, oder? Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Ja, da hat sie wohl recht. Ja, Vorräte ist sowas wie die Währung hier im Spiel. Da muss ich erstmal hintersteigen. Geht aber ziemlich schnell, dass man das mitkriegt, wie das funktioniert hier alles. Wie gesagt, so 1-2 Stunden habe ich schon gespielt, also mehr auch nicht. Keine Sorge. Ich dein Schwert gab und gleich da vorne. Toru! Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Es muss hier sein.
Ich bin Jin Sakai, Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht, mich zu treffen. Ja, Onkel. Angriff! Ich bin bereit! Versucht, mich zu treffen. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist, fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld. Und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Genug! Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung, meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gute Abwehr. Gute Leistung. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Shimura ist cool, auf jeden Fall. Ich mag den. Der Onkel. Ja, die Entschlossenheitsanzeige, das ist unsere Spezialfähigkeits-Dings. Genau. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Schöne Parade. Wehrt nicht zu früh ab. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Hervorragender Konter. Sehr gut ausgewichen. Denkt daran, ausweichen, dann Konter. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn? Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut.
Guter Schlag, Onkel. Ihr seid zu schnell. Ah, es gibt Tintenfisch. Und Reisbällchen. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not, Herr Samurai. Das ist so geil, so stylisch einfach. Stirb! Gut. Naja. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Ihr habt schon gemerkt, die Rückblenden sind hier auch. Also wie in Last of Us 2. Aber ich finde, hier sind sie echt geil integriert. Also da sind es halt nicht so lange spielbare Dinger, sondern mehr so kleine Sequenzen. Finde ich extrem geil gemacht. So, die Erzählweise gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ihr werdet es noch sehen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht allzu viel gespielt. Meerreiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an, schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Still dich, Eindringling! Ja. Jetzt kann ich Gegner anvisieren und... Ja, das ist eigentlich total... Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Es gibt da noch so einen anderen Kniff, den finde ich auch ziemlich geil, aber ich glaube, das kommt jetzt auch. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Benny, Tübe! Ich wollte eigentlich kontern, aber na gut. Hat nicht so ganz funktioniert. Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straßen. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück.
Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Noch mehr Mongolen. Hey. Oh. Wie nicht genug Entschlossenheit. Oh, zerhackt. Gehen wir zu den Pferden. Das ist schon ganz schön happig am Anfang, das Kampfsystem. Drei hübsche Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ja, ihr wisst ja, also jeder nimmt wahrscheinlich das schwarze Pferd oder das weiße Pferd. Aber ich nehme das graue Pferd, ich finde das hübsch. Das gescheckte Pferd wird dich deine gesamte Reise lang begleiten. Ja. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Wie nennen wir ihn? Nobu, Sora oder Kage? Kage. Kage, geboren aus der Dunkelheit. Du hast den Namen Kage Schatten für dein Pferd ausgewählt. Diesen Namen wird dein Gefährte für die gesamte Dauer eurer Reise tragen. Bist du dir sicher? Ja. Kage ist gut. Onkel ist da drin gefangen. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, wie deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Boah. Ganz alleine das erreichen, was sonst keiner erreicht hat von seinen ganzen Brüdern. Näherst du dich feindlich im Gebiet, kannst du die Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck los, sobald er angreift, um ihn mit einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Ja, das meine ich, das ist ziemlich geil, das Feature. Fürst Shimura. Das ist ziemlich cool gemacht. Yuga, hol dich her. Ätzno. Und meine ganzen Punkte laden sich dabei auf. Ich bin nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Aua. Wow, was? Ihr Penner. Nein! Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Kohl haben sie am Strand gefeuert. Schweine! Das ist echt ganz schön hart. Also auch der Kampf ist echt nicht so leicht.
Betty! Sterben! Liegt hier was? Nee. Nur mehr Tote. Einfach mal aufspießen, wenn sie mir zu nahe kommen wollen. Oh je, da ist alles voll. Los, weiter! Ihr könnt nicht zurück! Wow! Was, kommst du mir etwa nach, ja? Okay, hier ist gar nichts. Oder waren da Vorräte? Nein, keine Vorräte. Du Schwein! Wieso noch ihre eigenen Leute nicht treffen? Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ihr müsst sterben. Ihr habt unsere Insel überfallen. Es kommen halt einfach immer noch mehr. Stirb! Ehrlose Hunde! Da sollte man mal sehen, was der letzte Samurai so anrichten kann. Verzieht euch. Pfeile ausweichen. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolen Bogenschützen einen Ruf aus, damit ihre Verbündeten sich rechtzeitig ducken. Zack, zack, zack! Dorsor! Nix Dorsor. Noch mehr? Haut euch nur! Oh, gut, dass der mit dem Schild kommt. Uchuk! Sovaku! Schlitz! Du auch noch? Aufgespießt wie Schweine! Das Spießen ist schon ein bisschen fies, aber irgendwie auch geil. Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen
und gedemütigt darum winselt, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schwätze auf die Kehle auf. Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Dieser Mistkerl. Aber wir haben eine ganz schöne Narbe verpasst. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Fürst Sakai. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yoriko. Macht man das nicht eigentlich, dass man die Schuhe auszieht, bevor man in ein Gebäude reingeht? Wenn ihr Hilfe braucht, ist der Adachi-Clan für euch da. Masako. Das ist echt traurig, dass er seinen Vater nicht retten konnte. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Merkt euch mal diese Leute oder diese Namen. Masako Ishikawa. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch.
Morgen kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Armer Junge. Ja, und das ist jetzt ziemlich geil mit dem Wind übrigens. Den kann man immer aktivieren. Also gleich. Und dann kann man immer zu dem Ort... Oh, guckt euch das mal an, das Gras und alles. Das ist PlayStation 4, Leute. Also ich hoffe, das kommt auch noch für die PlayStation 5 raus. Mal sehen, was uns dann grafisch so erwartet. Das ist wahrscheinlich der Hammer. Seht ihr, wenn man immer so den kleinen Details folgt, dem Wind hier, dann führt es einen dahin, wo man hin muss. Wo der Bestimmungsort ist und es sieht einfach nur grandios aus. Was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung! Ins Gras! Boah. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Aber ganz schön flott. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es.
Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Ketchi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Das Spiel ist der Hammer, so optisch und akustisch ist es so gut. Der Isohara-See. Erkundung Tsushimas. Karte und Aufzeichnung verfügbar. Insel Tsushima. Die ist riesig groß, die Insel. Auch wenn es jetzt gar nicht so den Anschein haben wird gleich. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Dies ist eine Geschichte. Der Kriegerkodex. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Ja. Und hier ist nämlich der nächste noch, die nächste Aufgabe. Sensei Ishikawa, das war der andere, der uns bei der Beerdigung auch noch gegrüßt hat. Ja, wähle dein nächstes Ziel und lass dich vom Wind leiten. Seht mal, das ist jetzt ein Teil der Karte. Da gibt es hier noch einen Teil und da oben ist dann noch der letzte Teil. Das ist riesig groß. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Ein unentdeckter Ort. Aber hier gibt es noch was auf dem kleinen Inselstückchen hier. Das Ariake-Haiku. Ich weiß nicht, ob ich 100% mache. Ich werde mich natürlich auch mal ein bisschen an die Story halten, aber es gibt so viel zu entdecken, Leute. Ach, unglaublich. Über Zuflucht sinnieren. Wasser und Geist ruhig. Spiegelbild der Welt. Ein goldener Tempel. Also Haikus sind... Ja, sind Silben... Verse, Silbenreime, wenn man so will. Die sind dann, ich weiß gar nicht, wie war das aufgegliedert. Ich glaube 7, 5, 7 Silben. Also, ja, das, ihr werdet es ja sehen. Ich werde es dann nochmal erklären. Aber Haiku ist halt so eine Gedichtsform. Ein goldener Tempel. Also 5 Silben, ein goldener Tempel. Jetzt müssten es eigentlich 7 sein. Tief im Schatten der Natur. Ja. Es sind 5, 7, 5 immer. Wachstum, das alles beschirmt. Dunkelheit weicht hellem Licht. Tief im Schatten der Natur. Ich finde das sehr schön und besinnlich hier. Standhaft stehen wir. Unbeugsam wie je. Erheben wir uns. Ein goldener Tempel. Tief im Schatten der Natur. Erheben wir uns. Ich finde das super schön mit den Haikus hier. Stirnband der Zuflucht. Ein goldener Tempel, tief im Schatten der Natur, erheben wir uns. Ja, ich habe ja das weiße Stirnband. Der Wille eines Kriegers ist zeitlos und gegen den Tod gefeit. Und das ist das Goldene hier, das nehme ich natürlich. Stirnband der Zuflucht. Ja, es gibt natürlich eine Menge auszurüsten. Wir haben hier Talismane. Oder Talismänner.
Hier können wir noch Masken auswählen, das Stirnband natürlich, Rüstungen gibt es viele, Accessoires, also ein Sattel oder Lieder, die wir noch lernen können. Auf unserer Flöte dann Sammlungen, oh, da gibt es auch eine Menge. Ja, gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert, ausstehende Objekte oder Haikus, 19, es gibt 19 Haikus, also 19 Stirnbänder. Finde ich sehr cool. So, wenn ich jetzt den Wind aktiviere, wie ihr seht, dann sieht man, wo es lang geht. Das ist echt schön gemacht. Präfektur Ariake. Ja, überall Leichen mal wieder. Und man kann vom Pferd aus sammeln. Das finde ich total cool. Oh, seht euch mal diese gelben Laubwälder hier an. Das ist einfach nur herrlich. Das heißt auch schon goldener Wald. Und, wo ich jetzt meinte, Sucker Punch, die haben auch Infamous gemacht. Das werdet ihr jetzt sehen am Klettern. Das sieht halt echt aus wie ein Infamous, finde ich. Also ein bisschen, oder? Was haben wir denn hier? Ist hier was Besonderes? Oh, wie geil das aussieht. Ich muss jetzt echt mal ein Foto machen, Leute. So. Ah, nee. Kameraposition, kann ich das nicht irgendwie... Schau ich das mal an hier, wie gut das aussieht. Ach, Position einstellen. Ups, jetzt habe ich so Positionen eingestellt. Ah, hier, Brennweite. Drehen, Tiefenschärfe, Fokus. Alter Schwede, guck mal, was man alles machen kann. Partikel. Glühwürmchen. Windgeschwindigkeit, Tageszeit, Wetter. Und Musik kann man auch noch machen. Das ist echt schick. Was haben wir denn hier? Also das ist jetzt blind übrigens, das habe ich nicht entdeckt. Das habe ich... Ich habe mich halt gar nicht so wirklich gut umgeguckt. Ich habe ein, zwei Missionen gemacht. Wie gesagt, ich habe ja schon mal aufgenommen, ein Stück Goldener Tempel. Oh, ist das krass hier. Alles wirklich Gold. Oh, schön, euch zu sehen. Oh, ich bin unter Freunden hier. Was bist du denn für jemand? Ich könnte euren Bogen verbessern. Ah, ich habe noch keinen Bogen, aber gut zu wissen. Oh, wie gut. Das sind Freunde. Alles Freunde hier, wie geil. Fürst Sakai. Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten, und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Habt Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Ah, ein Geschenk ist verfügbar. Was haben wir denn? Finsterer Krieger, für einen stolzen Krieger Tsushimas hergestellt. Oh, warte mal. Alles klar. Keine Geschenke verfügbar. Da seht man, das sind die drei Karten übrigens. Das ist einmal Itsuhara, Toyotama und Kamiyagata.
Ja, 24. 24 kann ich hier noch befreien. Heftig, heftig. Oh, 10-mal Eisen habe ich bekommen. Das sieht so wunderhübsch aus hier. Mein Herr, ihr seid hier. Oh, das ist der, der mich... Oder? Wo ist er denn? Ich habe doch ihn und sein Kind... Ach hier, ihn und sein Kind habe ich gerettet am Stall. Ich kam direkt hierher, abseits der Straßen. Wie ihr sagtet, Fürst Sakai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben. Doch wir werden nach Kräften helfen. Das ist nett. Leute, ich mache hier mal Schluss. Das war's für den ersten Part. Die werden jetzt immer so eine Stunde lang, denke ich, mal gucken. Es ist ein Open-World-Spiel. Es gibt eine Menge zu sehen. Und ich werde nicht nur blind nach Story gehen. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich werde mir das so ein bisschen einteilen. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr wieder mit dabei seid nächstes Mal. Und nicht vergessen zu liken und zu kommentieren. Das ist ganz wichtig und hilft mir sehr weiter. Dankeschön und bis dann. Mit Ghost of Tsushima. Tsushima heißt es. Tschüss.